In den Häusern gibt es nur einen großen Raum zum Wohnen, Essen und Schlafen. In der Mitte eine offene Feuerstelle zum Kochen. Sie spendet auch etwas Licht und Wärme. Alle Generationen leben unter einem Dach. Fenster gibt es kaum. Es ist dunkel und verqualmt. Der Rauch zieht durch ein einfaches Loch im Giebel ab. Selbstgezimmerte Regale, ein paar Hocker, ein Tisch sind das gesamte Mobiliar. Die Menschen schlafen auf Bänken, die mit Tierfellen ausgelegt sind. Andere müssen mit Strohsäcken auskommen. Auf den Tisch kommt nicht viel. Am häufigsten Brot oder ungezuckerter Haferbrei, das meistverbreitete Gericht im Mittelalter. Eine eintönige Ernährung, arm an Vitaminen. Obst und Gemüse werden nur zur Erntezeit gegessen. Frisches Fleisch gibt es, wenn überhaupt, nur an Festtagen. Getrunken wird, auch von Kindern, leichtes Bier. Dazu kommt Milch von Ziegen und Schafen. Auf Wasser wird ganz verzichtet. Es ist verdreckt und ungenießbar. Nur die Feuerstelle spendet am Abend notdürftig Licht. Die Menschen gehen zeitig schlafen. Denn eins wissen sie sicher: Der nächste Arbeitstag wird wieder hart.